Was ist hier denn los? Leuchtet alles rot? Ah, die stecken sich alle an mit dieser komischen Bracken-Poisoning. Was ist denn das? Ist das irgendwas Ansteckendes? Können wir das mal schnell erforschen? So, mein Gott, ist raus. Research. Wo haben wir das denn? Medical Treatment. Campylobacter. Bracken-Poisoning. Yes, erforscht das mal. Danke. Beeilt euch mit eurer Forschung mal. Dann hat das Ranger-Fahrzeug gleich was zu tun. Die Leute sind bestimmt schon auch hier okay, Welfare, sagen sie sogar. Könnte besser sein. Wir können zwischendurch mal schauen, was wir von Expedition mitgebracht haben. Ankylosaurus wird weiter erforscht. Wie weit sind wir denn da? Beim Korythosaurus. Bei 40%. Da war nix. Da auch nix. Beim Ankylosaurus ist jetzt gar nicht weitergegangen. Na toll. Und die Forschung. Wie lange dauert denn so eine Forschung? Ich habe doch gerade die Forschungsstation gebaut. Das kann doch nicht so lange dauern jetzt. Was sind das denn für schlechte Forscher? Brauchen noch weniger als eine Minute. Metaleptiker schreibt gerade, Bracken Poisoning ist offenbar eine Vergiftung durch eine Pflanze, durch einen Adlerfarn. Okay. Warum habe ich den denn hier in meinem... Understood. Ist die Frage, warum ich hier anscheinend eine giftige Pflanze drin habe, an denen sie alle knabbern. Das muss doch nicht sein. So, hier werden jetzt mal geheilt. Ich muss gucken, dass die nicht zu hungrig sind. Wie gesagt, das muss ich auch noch hinkriegen. Ah, alle krank. Rangers, macht was. Schießt sie gesund. Oder so. Medicating. Okay. Das scheint ja hervorragend zu klappen. Das ist gerade irgendwie ein Bug, dass er nicht an die rankommt oder so. Dass er irgendwie den medicaten wollte. Das klappt irgendwie nicht so. Deswegen medicate auch erstmal den anderen. Adding task. Mal guck, geht doch. Confirming task. Ich glaube, wenn irgendwie der ein Umfeld, dann klappt das irgendwie nicht so, weil es dann irgendwie ein neuer Auftrag eigentlich ist. Komm, schieß ihn gesund, sehr gut. Und jetzt hier die beiden, die hier rumliegen, mal. No problem. Confirmed. Ich glaube, weil sich der Zustand während des Auftrags geändert hat, dann ist er es eben nicht gut getan. Hier, Ankylosaurus, Hinder. Das klappt irgendwie nicht, die da kaputt rumliegen. Auch einer dead. Oder hat er den jetzt dann doch? Na toll, einen hat's erwischt. Task received. Und den hat's erwischt. Damit hat er jetzt abtransportiert, hilft ja nichts. Picking up asset. Zwei Tote, na toll. Jetzt mal gleich wieder schauen, was ich jetzt wieder brauche. Das schlägt doch hier voll auf den Park durch. Ja. Das heißt, was haben wir denn jetzt hier? Der muss auch nochmal abtransportiert werden. Asset to be collected. Hoffentlich cutet er das jetzt, nicht, dass er den abwirft. Also was fehlt uns jetzt hier? Das lief jetzt irgendwie nicht so gut. Wir haben zwei von den Strut
Hominix, Homimus und 2 Dracos, okay. Das heißt, ich will auf jeden Fall noch einen Triceratops und ein Edmontosaurus. Okay, jetzt muss ich mal mit den Rangern übrigens mal das schnell erledigen hier. Transportation underway. Tutut, tutut. Ich hab gesagt tutut. Mit der Mütze auch. So, jetzt mach mal hier mal das wieder an. Dann steigen wir in den Ranger ein. Sollten wir das Tor mal wieder zumachen hinter uns. Und da gibt es was zu fressen da vorne. Guck gar nicht so rüber. Der ist geschnallt. Nee, der hat nämlich echt Hunger. Guys. Da hinten gibt es was zu essen. Komm. Friss. Good work. Und mir zählt das noch nicht so richtig. Der muss vielleicht einen anderen Dino fressen. Also eine richtige Leiche halt. Ein Kadaver. Das zählt anscheinend nicht. Eating from a feeder. Okay. Der ist ein bisschen gestresst. Wer lebt denn jetzt hier nicht mehr so lange? Der ist doch bestimmt schon alt hier. 25, das ist ja... Wenn es weiblich ist, ist das eh schon über die gute Zeit hinaus. 30, ja, ab dem Alter. Das ist eh zu nichts mehr zu gebrauchen. So. Adding task. Da ist die gute Zeit vorbei. Lohnt nicht mehr, Kinders. Das wird langsam. So, hier, dann fotografieren wir das schön, nachdem wir den armen Kollegen dann darüber gefrachtet haben. Bisschen leid tut mir ja schon. Aber ich brauche halt ein Foto, was soll ich machen? Asset requiring collection. Carcass, was soll das sein? Carcass heißt, jetzt fällt mir natürlich das deutsche Wort nicht ein. Ein Kadaver heißt das. Die anderen konnte ich ja leider nicht mehr rüberfliegen, die tot waren. So, jetzt gleich mit einem Ranger mal vorbeifahren. Tutut! Sonst nehme ich jetzt so einen Touristenkadaver mit, wenn die immer so doof in der Gegend rumstehen. Das ist normal, die Hälfte sind auch aus wie Wissenschaftler. Commencing Asset Transit. Jetzt hier schon drüben. Noch nicht. Kann ich das vielleicht fotografieren? Ist ja auch mal wichtig. Null. I feel like something's missing.
So. Asset delivery confirmed. Weiß mal einer, das zählt ja nicht. I think it needs something more. Du brauchst gar nicht so hinrennen. Das Gehege ist nicht besonders groß. Das bringt alles nichts, Mädchen. Komm, geh zurück. Ah, nicht ich. Geht weg. Wo ist denn der andere hin? Oh, bei der Jagd. Ist doch bestimmt ein gutes Foto. Wo ist er überhaupt hin jetzt? Da hinten ist er. Komm, komm, komm. Da brauchst du nicht so zu gucken. Ja, nicht ich. Du Depp. Hier. Der hier. Hier, super Foto. Wird reich mit den Fotos. War nur so ein Fotopark. So, hier, komm. Ja, ja, ja. Dinosaur Hunting. Das haben wir. Hunting. Ist alles gut. Aber er frisst noch nicht. Immer noch Hunting. Jetzt ist er tot, jetzt frisst er den Carcass. Yes! Danke! What a cool photo! Did I sound sincere? Because that's what I was going for. Ja, jetzt ist die Schnauze. That's what I like about you. You get results. So, mach das Tor wieder zu. Vielen Dank, Herr Cook. Haben wir es geschafft. Three words. Contract, you, yes. Wie die immer mit einem reden. So, was sollen wir machen? Maintain a facility rating of at least 5 stars. Okay, das ist eine Herausforderung. 200.000. Kriegen wir dafür. Nehmen wir einfach mal an. Die Tür geht hier schon uns zu. Und jetzt müssen wir uns ein paar andere Sachen kümmern. Jetzt hier so lange rumgefahren und Fotos gemacht. Alles andere vernachlässigt. Contract, haben wir alle laufen, okay. Expedition Map, Ankylosaurus, Hinder. Können wir ein bisschen was erforschen noch, damit sie mal... Oh, neues Gebäude können wir erforschen. Eine Monorail, das erforschen wir sofort. Das finde ich geil. Ja, hier. Hat er den nicht mal aufgefressen, oder was? Health 0, Comfort 0. Ah, er ist nicht so zufrieden. Jetzt frisst doch mal auf. Die sind halt komplett satt, die Schweine. Das gehört zur Natur dazu. Ich lasse es noch mal ein bisschen. Poor Variety. Oh, Facility Rating sind wir eh ziemlich weit vorne. Kriegen wir alles noch hin. Kümmere ich mich jetzt mal um die Variety. So, was ist denn hier los? Was haben wir denn für Dinos hier? Irgendwie ist alles hier... Achso, ich kann die auch ausbrüten. Diese freilassen. Taking that contract was the smart choice. You've proved that. Thanks. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben zwei Dracos, ein Stuphiomimus, Triceratops, und ein Dings Edmontosaurus kommt danach auch noch gleich. Es fehlt noch der hier.
Gucken, was passiert, wenn man den eine Weile liegen lässt. Dann verwest, ob die nochmal zubeißen. Ich meine, mein Gott, der verwest schon. Ja, dann halt weg damit. Acknowledging asset collection request. Ja, alles nix. This dinosaur, the Edmontosaurus, was originally uncovered at a site in Canada. I'll let you guess where. Wer wohl? The T-Rex thinks these are delicious. And who's to argue? Es gibt noch zwei neue, aber nur in den 50er-Bereich, das will ich noch nicht. Da müssen wir noch öfter hin. Zu dieser Stelle, da gibt es halt genug noch zu holen. So, wir müssen die Besucher auf 1700 bekommen und ein Facility Rating von 5 erreichen. Sind wir schon fast da, was fehlt denn? Hauptsächlich Food and Drink Rating. Aber warum? Der Feeder braucht einen Resupply. Dann mach das mal, Kinders. Heading to the feeder now. Wie sieht's hier aus? Ja, auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich hab doch. Was ist mit dem Fastfood-Restaurant? Wird denn da ordentlich bedient? Sonst muss ich halt noch ein neues Gehege mal bauen. Und dann habe ich noch einen mehr. Oder ich baue was anderes. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten für Food and Drink? Emergency Shelter nicht, Hotel nicht, Gift Shop nicht, Fast Food, Restaurant. Der Rest kommt erst alles noch. Eine Bar zum Beispiel und so. Ist dann vielleicht die Preise zu hoch, dass dann mehr Leute reingehen? Also wie verdiene ich damit eh nicht pro? Senken wir mal die Preise auf 150% des Einkaufs- und Herstellungspreises. Eigentlich ziemlich großzügig, muss ich mal sagen. Hier sind wir schon mal 50%. Dann gibt es hier Dino Bites. Das mag doch jeder. Wo ist gesunken? Es scheint nicht so beliebt zu sein. Vielleicht wollen die auch tatsächlich was anderes essen. Dino Feast. Würde ich nicht so billig verkaufen. So. Habe ich hier das teuerste Essen denn schon hier hinten? Ich kann hier gleich jemanden noch freilassen. Das machen wir gleich mal. Und dann gibt es Ganto Steak. Das ist schon richtig. Kaufen von dem Quatsch, den ich brauche. Und das ist depleted. Ich will Ankylosaurus. Nee, Ankylosaurus. Ich habe Ankylo mal gesagt. Das heißt Ankylosaurus. Dann hinter. Und wir haben was erforscht. Die Monorail. Guck ich mir gleich mal an. Was gibt es denn für Upgrades eigentlich bei der Power? Improved Output 2. Erforschen wir mal. Und hier aus der... Ich bin fast bei 5 Sternen, das kann nicht sein. But you came through for the entertainment division. The contract to increase our attendance is closed and that is your doing. Boom! Boom! Ich glaube, die reden wirklich so, wie der ist furchtbar. Science. So. I want to take this contract, which means you want to take it too. Correct? Zwei Carnivores ausgraben. Schaffen wir. Bisschen mehr Variety brauchen wir noch. Ich glaube, man müsste hier mal sehen, wie viel man schon immer im Park hat davon. Das wäre irgendwie ganz cool. Ich mir noch eine Hilfe ausrufen, okay. Ja, das kennen wir schon. Ich
glaube, sonst habe ich alle von denen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 insgesamt, aber wie viel unterschiedlich ist die Frage? Hier gibt es irgendwas Neues. Ach, das ist die neue Monorail, die ich bauen kann. Das will ich mir gleich erst angucken. So, was haben wir denn? Den, zwei Trakos, Ceratops, Yangur, Edmontur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene. Das sind alle, die ich im Moment bauen kann. Ich kann noch zwei neue, aber da ist mir irgendwie die Erfolgschance zu niedrig. Obwohl, eigentlich kostet es ja nur Geld, so blöd das klingt. Und Geld haben wir wirklich nicht wenig. Eigentlich sollte ich nicht da so sparsam sein. Können Sie mal probieren. Wie sieht's denn aus? Habe ich denn noch genug Platz in dem Gehege? Das ist ja die Frage. Social eher im unteren Bereich eh. Population ist auch noch alles okay. Der ist auch noch alles okay. Auch noch, da ist echt noch alles okay. Ist jetzt nicht überbevölkert, obwohl es relativ klein aussieht, aber die sagen, das passt. Gibt es noch ein paar neue, die ich noch gar nicht. Hier sind eine Menge Fleischfresser. Velociraptoren, das sind noch die gefährlichsten. Das hat man noch in jedem Jurassic Park Film gesehen. Die sind schlimmer als der T-Rex. Ah, die hole ich, die baue ich mir bald. Ich will aber erstmal noch die zwei Pflanzenfresser hier hin halt. Haben wir was Gutes bekommen? Das können wir verkaufen, den Quatsch. Ich soll eine Dino-Liste mal runterscrollen. Willst du schon ein bisschen gespoilert werden, was noch so kommt? Ja. Jo, das wird nachher. Da braucht man große. Für so ein paar Brontosaurier. Hier sind noch ein paar von diesen. Wozu auch die Ankylosaurier gehören. Der Hyangosaurus ist eine ähnliche. Mit den Platten und den Stacheln. Und den Stachelschwänzen auch. Oder so Hammerschwänzen. Oh, den kennt man auch hier. Auch aus dem Film. Das sind noch verschiedene Varianten von Brontosaurier. Hier dann die Fleischfresser, ein paar Velociraptoren und T-Rex und in die Richtung. Oh, ein Stegosaurus. Hier noch Varianten von Triceratops. Ah, den kennt man auch mit diesem Dings auf dem Kopf. Ja, nice. Da wartet noch einiges auf uns. Finden auch alles noch. Ganz kurz hier reinschauen, ob die jetzt schon entschlüsselt worden. Dann bauen wir uns jetzt hier mal einen Ankylosaurus. Was ist denn so? Können wir ein bisschen schauen. Info. Hier steht bei der Info noch gar nicht so viel, was er so mag. Denn wenn man die mal ausgebrütet hat und hier rumlaufen, kann man sich die ja genauer anschauen. So. Dann steht ein bisschen, der mag Gesellschaft und der braucht ein großes Gehege und will offene Grasflächen und viel Wasser oder so ein Quark. Aber naja, bauen wir uns jetzt ein. Ah, okay, da kann ich auch nichts, keine Varianten machen. Ich kann ihn vom Rating ein bisschen erhöhen. Ist das andere immer noch unterwegs? Dick Team Returning. Hör ich ja schon den Helikopter kommen. So, ich darf gleich wieder losfliegen, Kinders. Dracorex 81%, da geht noch ein bisschen was. So, und ein Corythosaurus, den wollen wir jetzt auch noch. Können wir sie noch ein bisschen schöner bauen, dass die Leute das geiler finden. So ist es nämlich. So entsteht der ganze Scheiß nämlich. Noch schön ein bisschen Gen manipulieren. Was soll da schon schief gehen? Oh, Storm Warning Level. Das heißt, um den Quatsch Monorail kümmere ich mich dann erstmal noch.
Dann können wir vielleicht auch mal hier auf was Gutes. Food and Drink Rating ist vor allem noch unter Par. Aber wir gucken erstmal, dass wir den Sturm überleben. Ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Stürmt halt ein bisschen und dann wird das schon alles.